Okay, in diesem Video möchte ich Ihnen zwei Beispiele zeigen, wie man Variablen sinnvoll einsetzen kann. Jetzt im letzten Video haben wir gesehen, wie die ungefähr verarbeitet werden und jetzt fragen Sie sich vielleicht, okay, und wozu brauche ich das? Und ein Anwendungsfall ist der folgende. Wir schauen uns mal dieses Programm an. Hier wird erstmal ein Fenster der Größe 400x400 erstellt. Dann haben wir hier einen Kreis. Da haben wir noch zwei Kreise. Das Ganze sieht dann aus wie ein Smiley ohne Mund. So, und jetzt könnten wir uns überlegen, dass wir zum Beispiel hier die Augen etwas größer machen. Das heißt, statt 20, 20 und 20, 20 wollen wir vielleicht 40 ausprobieren. Dann ersetzen wir hier überall die 20 durch 40 und starten das Ganze nochmal. Und die Augen sind größer. So, jetzt überlegen Sie, nein, jetzt möchte ich die doch vielleicht ein bisschen kleiner machen, 38, und dann müssen Sie wieder vier Zahlen ersetzen. Variablen erlauben Ihnen jetzt, das Ganze auf eine Änderung immer zu reduzieren. Sie sagen einfach, okay, ich habe einen zentralen Ort, das ist eine ganze Zahl hier, die 40, die 38, die 20, und ich nenne das Ganze Größe 40. Und überall, wo ich diese 40 haben möchte, schreibe ich jetzt nicht die 40 hin, sondern die Variable. Das ist eben etwas, was variabel ist, was man ändern kann. Aber zunächst mal ist es auch nur ein Platzhalter. Und was ich hier sage ist, hier steht überall das Gleiche. Und das ist in einem zentralen Eimer in meinem Gedächtnis. Und da steht jetzt gerade 40 drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal starte, sieht es genauso aus wie vorher. Aber der Wert ist zentral gespeichert und wenn ich das Ganze jetzt vergrößern möchte auf 50, dann muss ich nur diese eine Zeile ändern. Ja, oder 150. Ich kann auch komische Dinge ausprobieren, ohne dass ich zu viel Arbeit habe. Hier 150 macht jetzt nicht so viel Sinn. Oder ganz klein. Okay, also das ist ein relativ einfacher Fall, wo ich Variablen verwende. Ich habe jetzt hier ein Beispiel, gleiche Fenstergröße. Und hier im dynamischen Teil Draw, Sie erinnern sich, Setup wird einmal aufgerufen, dann wird Draw aufgerufen, dann wird nochmal Draw aufgerufen und so weiter. Und was mache ich in Draw? Ich zeichne den Hintergrund weiß, ich fülle ihn weiß und dann male ich eine Ellipse an der Position x0, y200 und die Ellipse ist 50, 50 groß. Schauen wir uns das an. So, das heißt, hier ist unsere Ellipse an der Position 0, 200 und die Größe ist 50. So, jetzt möchte ich aber die x-Position ersetzen durch eine Variable. Die Variable muss ich hier oben deklarieren, int x, und ich initialisiere sie gleich auf 0. Und ich habe genau das Gleiche. Wir sehen hier an dieser Stelle wird die Variable x durch 0 ersetzt. Was ich jetzt aber machen kann, ist, ich kann die Variable verändern. X gleich x plus 2 zum Beispiel. Schauen wir uns erst an, was der Effekt ist. Der Effekt ist, dass die Variable von links nach rechts wandert. Warum ist das so? Schauen wir uns das mal an. Also, okay, die geschweiften Klammern fehlen jetzt hier. Wir haben zunächst mal, das hier wird einmal abgearbeitet und dann wird das hier abgearbeitet und dann wird das Ganze nochmal abgearbeitet und so weiter. Das hier nennt man eine Schleife. Und um besser zu verstehen, was mit dem x passiert und welchen Wert dieses x in den verschiedenen Phasen der Schleifendurchläufe annimmt, bedient man sich am besten Tabellen, wo sie sagen, okay, die Schleife wird einmal durchlaufen, einmal, dann ein zweites Mal, dann ein drittes Mal. Okay, also mache ich mir eine Tabelle, wo ich sage, hier sage ich, wie häufig die Schleife schon durchlaufen wurde. Jetzt sage ich, möchte ich wissen, wie
was in x drin steht, und zwar sozusagen bevor die Funktion draw durchlaufen wird und außerdem was in x drin steht, nachdem draw durchlaufen wurde. Ja? Also beim ersten Mal zum Beispiel, ich gehe hier durch, x ist 0, einmal Setup, da passiert nichts mit x. Beim ersten Durchlauf vom draw ist x gleich 0 vorher. Okay, und jetzt wird auch hier bei Ellipse 0, 200, also an der Position x-Position 0 wird die Ellipse gezeichnet, und mit der Größe 50, das verändert sich ja nie. Und jetzt haben wir hier x gleich x plus 2. Aus dem vorhergehenden Video wissen Sie, dass zunächst mal die rechte Seite ausgewertet wird. X wird durch 0 ersetzt, plus 2. Fragen wir die mathematische Einheit. 0 plus 2 ist 2. Also ist x ab sofort 2. Ja? Nach Durchlauf der Draw-Funktion ist x 2. So, jetzt schauen wir uns an. Jetzt gehen wir hier nach oben und laufen das zweite Mal durch Draw. Am Anfang ist x 2 und wir zeichnen wieder den Hintergrund, zeichnen die Ellipse, diesmal bei 2, x gleich 2, 200, 50, 50. Jetzt kommen wir an diese Zeile. X ist 2, das heißt, hier kommt eine 2 rein. 2 plus 2 ist 4, das heißt, x ist hinterher 4. Im dritten Durchlauf, ja, wir gehen wieder in Draw hinein, ist x gleich 4 am Anfang und am Ende 6 und so weiter. Ja? Und das, was in die Ellipse reingeht, ist immer das hier. Ja, das kommt immer hier hinein. Das heißt, wir zeichnen Kreise erst an der x-Position 0, an der Position 2, 4 und so weiter. So, und jetzt können Sie sich überlegen, was passiert denn, wenn hier nicht 2 steht, sondern 10? Ja, dann würde hier auch wieder 0 drin stehen beim ersten Mal, beim zweiten Mal 10, dann 20, dann 30 und so weiter. Ja, was bedeutet das, wenn Sie jetzt hier Ihren Kreis haben, Position 0? In dem Fall, wo wir plus 2 drin stehen haben, geht der Kreis in 2 Pixelschritten nach rechts. Und wenn wir hier 10 drin stehen haben, geht der Kreis in 10 Pixelschritten nach rechts. Ja? Wobei die Zeit zwischen diesen Zeilen ja immer gleich ist. Das heißt, im zweiten Fall bewegt der Kreis sich wesentlich schneller. Wir können das auch mal ausprobieren hier. X gleich x plus 10. Schauen Sie mal. Ja, der Kreis bewegt sich wesentlich schneller. Und das bedeutet, dass dieser Term hier im Grunde genommen die Geschwindigkeit ist. Ja, und diese Geschwindigkeit können Sie zum Beispiel auch in eine Variable hier reintun. Und dann ersetzen Sie hier die 10 durch die Variable Speed, Englisch für Geschwindigkeit. Und die Variable Speed ändert sich im Grunde genommen im Code überhaupt nicht. Für Sie ist der einzige Grund, das zu tun, dass Sie jetzt wesentlich komfortabler die Geschwindigkeit anpassen können, weil Sie eben nicht hier im Code suchen müssen, wo ist denn dieses Ding Geschwindigkeit. Sie haben das hier ganz oben an allererster Stelle und da ist es natürlich sehr leicht aufzufinden. Genau. Ja, also hier jetzt haben Sie zwei Beispiele gesehen für die Verwendung von Variablen. Im ersten Beispiel ändert sich die Variable eigentlich nicht. Sie haben jetzt einfach nur einen Platzhalter, den Sie an vielen Stellen einsetzen können. Im zweiten Fall haben Sie eine Variable, die Ihrem Namen gerecht wird. Sie wird nämlich an dieser Stelle geändert. Das heißt, irgendwo ist ein Gleichheitszeichen-Operator, eine sogenannte Zuweisung. Und Sie haben eine zweite Variable namens Speed, die sich auch nicht verändert im Code. Ja, das könnte man jetzt zum Beispiel hier in der Tabelle, könnten Sie auch noch Speed einzeichnen. Und die wäre, wenn Speed, ja, bei 1 hatten wir das, glaube ich, ja, die verändert sich in diesen ganzen Schleifendurchläufen überhaupt nicht. Aber Sie haben hier den Vorteil, dass Sie hier Ihr zentrales Lager haben von Variablen, das sehr einfach aufzufinden ist. Denken Sie daran,
wenn Sie im aktiven Modus arbeiten mit Setup and Draw, dass Sie alle Ihre Variablen hier ganz am Anfang definieren. Ja, zunächst mal. Bis zum nächsten Video.